Ich bin Alexandra, bin 25 Jahre alt und wohne hier in Kalifornien in Aliso Viejo. Bin erst seit 2 Monaten hier. In Deutschland habe ich einen Freund, mit dem bin ich seit circa 2 Jahren zusammen. Ja, ich wollte schon immer in die USA und deswegen ja, habe ich mit ihm darüber gesprochen, weil ich das Programm sehr toll fand und die Chance nutzen würde. Vor allem, wenn man nur bis 26 ausreisen darf und die Zeit ja dringend war. Ja, und ich fand es wichtig, mit ihm darüber zu sprechen, einfach zu sagen, ich möchte hierhin, wie er das sieht, ob wir noch zusammenbleiben wollen oder ob wir es probieren wollen. Und letztendlich haben wir uns dafür entschieden, dass wir es eben probieren und halt gucken, ob es klappt oder nicht. Und jetzt bin ich ja 2 Monate hier. Wir sind noch zusammen, haben immer noch Kontakt, versuchen immer regelmäßig zu skypen, schreiben bei WhatsApp. Und das Gute ist, dass ich ein Schulkind habe, dass das morgens in meiner Schule ist. Und ich finde, das ist die perfekte Zeit, um zu skypen. Weil in Deutschland ist gerade abends, hier ist morgens und keiner muss irgendwie lange wach bleiben oder früh aufstehen. Das ist halt die perfekte Zeit. Wir skypen nicht jeden Tag und zum Beispiel jetzt an dem Wochenende hier bin ich gar nicht am Handy. Aber so genauso genießt er die Zeit in Deutschland und macht was mit seinen Kumpels. Also ist jetzt nicht so, dass nur ich Spaß habe. Und ich sehe es eigentlich auch als super Chance, dass ich hier bin, dass er nach Amerika kommen kann, kein Hotel braucht, weil ich hier wohne und wir können zusammen Abenteuer machen, sei es der Reisemonat oder nur eine Woche Urlaub. Und ich finde, das ist eigentlich eine super coole Sache, dass wir das dann gemeinsam erleben können.